Kannst du bitte zwei türkische Wörter für mich lernen? Wenn ich mich mit deiner Familie unterhalten will, dann muss ich mehr als zwei türkische Wörter lernen. Für mich heute. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Was heißt das? Mein Leben. Also erstmal ist es natürlich gigantisch, weil letztes Jahr in Lünen die Weltpremiere davon war. Das heißt, der ist vorher nirgendwo anders gelaufen. Und da dann sofort den Hauptpreis zu gewinnen und ein Publikum zu haben, was so begeistert ist, ist natürlich irgendwie eine gleich am Anfang eine sehr große Bestätigung. Dadurch ist er nach San Francisco eingeladen worden, hat da auch den Hauptpreis gewonnen, den Publikumspreis in San Francisco. Ich sage nur, Licht aus, Spot an! Ja, also ich habe eben gerade auch ein ganz klassisches, absolutes Kopftuchmädchen beobachtet die ganze Zeit. Und es war irgendwie sehr schön zu sehen, dass sie die ganze Zeit ein Grinsen auf dem Gesicht hatte. So. Und ich glaube, es ist für mich irgendwie sehr schön zu sehen, dass die irgendwie sich auch einen Film anschauen, der von ihrem Landsmann ist. Ich glaube, das gibt denen so ein bisschen so... Ja, das gibt denen so ein Gefühl des Stolzes und das freut mich irgendwie sehr. Also ich bin Türke, der in Deutschland aufgewachsen ist, sozusagen. Aber irgendwann muss ich da mal eine genaue Definition finden, weil Deutsch-Türke, Türke-Deutscher... eigentlich nur Deutscher, Türke mit Deutscher mit Migrationshintergrund, also da gibt es ja so einige. Vielleicht sagen Sie einfach, wie Sie sich fühlen, als Mensch mit zwei Kulturen, oder? Genau, ich fühle mich als Mensch mit zwei Kulturen. Oh, das merke ich mir. Und ich suche seit Monaten, Jahren nach einem Begriff, ein Mensch mit zwei Kulturen. Sehr schön. Hallöchen! Da! Mandalina! Dankeschön, Dankeschön. Immer wieder schön, hier zu sein. Ich bin dabei, Projekte zu entwickeln, also selber zu schreiben. Ich habe auch ein, zwei Angebote als Regisseur und bin aber zwischendrin Vater geworden. Das war eigentlich ein Blockbuster sozusagen. Aha. Das wird der längste Film sein. Der wird so hoffentlich so 90 Jahre lang gehen. Wovon ich aber nur einen Teil mitbekommen sehen werde. Gute Frage. Also, sie muss kein Kopftuch tragen. Wenn sie selber irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ein Kopftuch tragen will, dann kann sie ruhig eins tragen. Aber sie muss von ihren Eltern aus keins tragen. Genau, genau. Ich finde es irgendwie sehr schön, weil Lünen wirklich ein Publikumsfestival ist und ich bekomme immer größere Aversionen gegen diesen möchte gern intellektuellen, jetzt weiß ich aber nicht weiter, diesen möchte gern intellektuellen Diskurs von Filmen, die letztendlich aber keiner sehen will. Ich mag Publikumsfilme. Genau, Lünen ist so, ja, es ist so echt, so realistisch, so nicht gekünstelt, sondern es ist so, Lünen ist pur, so 1:1.